Dass die chinesische Regierung es bei Zahlen und Auswirkungen der Corona-Krise im Land mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, gilt als offenes Geheimnis. Nun kam heraus, dass Peking offenbar versucht hat, auch bundesdeutsche Beamte und Ministerien zu beeinflussen, um mit deren Hilfe seine Corona-Geschichte umzuschreiben. Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz betreiben chinesische Offizielle im Hinblick auf Corona eine intensivierte Informations- und Propagandapolitik. Deutschland hat jetzt die Kontaktaufnahme chinesischer Diplomaten bestätigt und offiziell kritisiert. Aus Sicht der Bundesregierung spielt Transparenz eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Bekämpfung der Pandemie. Die Grünen im Bundestag schäumen. Sie fordern eine deutliche Verurteilung der chinesischen Beeinflussungsversuche.